Herr Dr. Maaßen, schönen lieben Dank, dass Sie die Zeit finden, ein kurzes Gespräch mit mir zu führen. Ja, gerne. Ich habe so eine Spezialfrage für Sie. Sie haben ja Ihre Doktorarbeit im Völkerrecht Ausländer, Flüchtlingsrecht. Genau, so. Das ist natürlich ein spannendes Thema, was die Menschen geradezu bewegt, wo in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr viel Angst auch geschürt wird, die ja teilweise auch berechtigt ist. Haben Sie eine Idee, wie wir vielleicht auch die willkommenen Ausländer bei uns besser integrieren können? Ja, Sie müssen wissen, ich war viele, viele Jahre im Asylrecht und Ausländerrecht tätig und Sie haben ja auch angesprochen, dass ich im Flüchtlingsvölkerrecht promoviert hatte. Otto Schily hatte mich quasi entdeckt und hat mich zu seinem Stabsleiter gemacht für den gesamten ausländerrechtlichen Reformbereich. Ich habe das Zuwanderungsgesetz gemacht und wir hatten damals entschieden, wir brauchen Integrationsregelungen. Das ist ja das, was Sie gerade angesprochen haben. Und das haben wir 2001 angefangen. Als mich Otto Schily bat, Herr Maaßen, denken Sie sich mal aus, wie kann man Ausländer in Zukunft in Deutschland besser integrieren? Bis dahin gab es gar keine Vorschriften darüber. Und das war natürlich ein Desaster gewesen. Wir nahmen Millionen Ausländer auf, ohne dass wir Regelungen darüber hatten, dass die Deutschkenntnisse brauchen, dass sie hier die Landeskunde beherrschen müssen und so weiter. Das haben wir erstmals geschaffen, auch mit verpflichtenden Deutschkursen. Aber wir wussten damals auch, dass das alles Grenzen hat. Und die Grenzen sind, wenn Ausländer nicht wollen, wenn Ausländer sich nicht integrieren wollen. Wir können ihnen letztendlich auch nur Hilfen geben zur Integration. Angebote machen, ja. Aber wenn sie sich nicht integrieren wollen, dann sind wir auch mit unserem Latein am Ende. Und dann müssen wir im Zweifel dann auch sagen, auch wenn sie Deutsch können, aber die wollen hier einen islamistischen Staat aufbauen, dann ist die Integration gescheitert. Und ich hatte damals auch, ich sage mal, als Jurist lernen müssen, als ich mich mit der Materie beschäftigte, Integrationskurse zu machen, ist etwas anders, als wenn man jemand Mathematik gibt. Ja? Also bei einer Mathematikunterricht nach einem Jahr weiß man, dass der Schüler das und das kann und das kann man abtesten. Bei Integrationskursen mag es sein, dass der Ausländer, der im Integrationskurs ist, dann gutes Deutsch kann. Kann sein, dass er auch weiß, was im Grundgesetz steht und wie das Verhältnis zwischen Frau und Mann in unserer Gesellschaft ist. Aber man kann ihm nicht hinter die Stirn schauen und man kann nicht verstehen, ob er das wirklich annimmt als sein Leben, als dass er Teil dieser Gesellschaft werden will. Und wir haben lernen müssen, zum Beispiel bei den Terroranschlägen in Frankreich, auf Bataclan, Stade de France oder in Belgien, dass diese Leute formal gut integriert waren, aber letztendlich nicht integriert sein wollten. Sie sprachen fließend Französisch, sie hatten französische Schulabschlüsse, aber sie hassten den Staat und sie hassten die westliche Gesellschaft. Und das bedeutet für uns, Menschen, die sich hier nicht integrieren wollen, im Sinne, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sein wollen, sondern sie wollen einen anderen Staat, sie wollen Gottes Staat, sie wollen irgendeinen verfassungsfeindlichen Staat, von diesen Leuten müssen wir uns trennen. Machen wir als Gesellschaft nicht auch den Fehler, dass wir nach außen signalisieren, dass diese Menschen hier willkommen sind, dass wir Strukturen unterstützen, wo Schleuser, ich sag mal, leichtes Spiel haben und dass wir die Menschen, wenn sie hier angekommen sind, eigentlich nur in Hallen, in Unterkünften lagern, so sage ich es mal provokant, dass wir diese Menschen eigentlich sich selbst überlassen. Schauen Sie mal, nach unserem Ausländerrecht, das immer noch gilt, ja, sind Asylsuchende, die aus sicheren Drittstaaten kommen, an der Grenze zurückzuweisen. Und sichere Drittstaaten sind alle EU-Staaten und die Schweiz. Das heißt, diese Leute dürften eigentlich nicht zu uns kommen. Nur Merkel hatte die Entscheidung getroffen, die Rechtslage interessiert sie nicht, die Leute dürfen trotzdem einreisen. Also was wir machen müssten, zunächst einmal ein Signal setzen, indem die Bundespolizei eine Weisung bekommt, sofort Zurückweisung von allen Asylsuchenden, die aus sicheren Drittstaaten zu uns kommen, an den Grenzen. Dann hätten wir den Zuzug von heute auf morgen beendet dieser Leute. Dann ein klares Signal setzen, auch über unsere Auslandsvertretung. Familiennachzug und Aufnahme aus humanitären Gründen wird heruntergefahren auf die Fälle, wo es wirklich, wirklich notwendig ist. Das heißt also, die Massenzuwanderung über das sogenannte Ortskräfteprogramm würden wir beenden. Und wenn diese Bundesregierung und Frau Merkel immer wieder Signale aussendet, wir nehmen die Leute,
Jeder, der aus der Welt nach Deutschland kommen will, jeder, der sich als mühsam und beladen fühlt, wird hier aufgenommen. Ist das ein klares Signal an die Schleuserindustrie, dass die Schleuserindustrie sagt, jetzt mieten wir oder kaufen wir noch mehr Boote, packen die Boote voll mit Migranten und schleppen die dann ins Mittelmeer hinein, wo dann die sogenannten NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, diese sogenannten Seenotretter in Anführungszeichen, diese Leute aufnehmen und weiter befördern. Das heißt, wir müssen uns auch letztendlich um mehr Transparenz in der Politik kümmern. Wir müssten schauen, dass der Lobbyismus in der Politik weniger Einfluss, wenn überhaupt noch Einfluss hat. Und wir sollten uns doch dann eigentlich die Macht der Europäischen Union anschauen, die in unseren souveränen Städten, unseren souveränen Staaten letztendlich eine Politik vorgibt, die wir als Deutsche oder Franzosen, Italiener eigentlich gar nicht wollen. In der Tat, das letzte Thema ist ein ganz zentrales Thema auch für die Werteunion. Wir sind, oder ich in Besonderem, ich kann für mich hier sprechen, ich bin kein Herzenseuropäer, sondern ich bin ein Verstandeseuropäer. Verstandeseuropäer heißt, wir brauchen eine europäische Zusammenarbeit, weil alle europäischen Staaten alleine sind zu klein. Ansonsten werden wir zermahlen zwischen den großen Mächten, ob das Russland, China oder auch die USA ist. Wir brauchen eine gute, eine vernünftige europäische Zusammenarbeit, aber wir brauchen einen funktionierenden Subsidiaritätsgrundsatz. Und Subsidiarität heißt, das, was man auf der untersten Ebene erledigen kann, wird auf der untersten Ebene erledigt. Ja? Und nur das, was wirklich so zentral ist, was die einzelnen Staaten nicht machen können, muss auf europäischer Ebene gemacht werden. Mittlerweile hat man das Ganze von den Füßen auf den Kopf gestellt. Denken Sie allein an die Plastikflaschen, die jeder zu Hause hat, wo der Deckel am Flaschenhals befestigt ist, eine Vorgabe der Europäischen Union. Das hat nichts mit Subsidiarität zu tun. Wir müssen die Europäische Union auch vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Sie muss zurückgeschnitten werden auf das, was wirklich unerlässlich ist für das Funktionieren von Europa. Vielen Dank, Herr Dr. Maaßen, dass sehr Sie sich den Fragen gestellt haben, und ich wünsche Ihnen und Ihrer Partei viel Erfolg. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Anna-Sophia Wertz. Ich bin Rechtsanwältin und war bei der Gründung der Werteunion des Landesverbandes Brandenburg am 12. Mai in Velten. Und dort wurde ich zur Landesvorsitzenden gewählt von dem Landesverband Brandenburg. Das heißt, die Werteunion stellt sich jetzt auch zur Landtagswahl in Brandenburg. Ist sie auf der Liste? So ist es. Am 22. September. Listenplatz 14. Ganz unten, ganz rechts, leicht zu finden. Okay. Wie würden Sie die Politik der Werteunion beschreiben? Gibt es da so eine Richtung? Wir sprechen ja immer von rechts, links, oben, unten. Gibt es da irgendeine Richtung, wie Sie sich verorten würden? Ja, ich verorte mich liberal-konservativ. Ja. Und bezogen auf Sachpolitik. Mir ist die Polemik, mir ist die Aggressivität, mir ist das Gegeneinander eigentlich sehr verhasst, weil ich nicht denke, dass man damit gute Politik machen kann und vor allen Dingen keine Politik für den Menschen. Und wir wollen Sachpolitik machen für den Menschen, und zwar nicht für irgendeinen Menschen, sondern hier für die Menschen in Brandenburg. Dafür treten wir an und dafür haben wir 12 Punkte ausgearbeitet, was wichtig ist, was wir hier anpacken müssen. Ich habe ja gesehen, Sie hatten schon Vorredner, da ging es intensiv um Migration. Das ist natürlich ein Thema, was hier allen auf der Seele brennt. Aber es ist nicht das einzige Thema. Wir haben hier das große Thema der Infrastruktur, der Deindustrialisierung. Erfolgsorientierung letztendlich in der Politik ist ja eher nachträglich. Man hat den Eindruck, als kümmern sich die Menschen in der Politik mehr um ihr eigene Interessen, um ihr eigenes Wohl. So ist es. Und die Wähler fallen irgendwie hinten runter. Die Wähler dienen sozusagen Politiker irgendwie in ihre Stellen zu hofieren. So hat man manchmal den Eindruck. Und dann hört man oft nichts mehr. Ja. Und ich bin ein alter Ossi und ich stelle Parallelen fest. Ja. Und diese Parallelen machen mir Angst. Die machen mir nicht nur Sorge, sondern die bereiten mir Angst. Wir leben bereits wieder ein Stück weit von der Substanz. Und wenn wir hier nicht angreifen und wenn wir, das ist mein konservativer Ansatz, wenn wir hier nicht wieder eine Leistungsbereitschaft in die Gesellschaft kriegen, sondern das Gefühl haben, es passiert alles nur von alleine und man fordert und dann passiert irgendwas und es ist nicht notwendig zu leisten, zu gucken, die ursprünglichen deutschen Tugenden, sie verwässern. Es ist für viele Menschen sehr schwierig,
wenn man sieht, dass man 40, 45 Jahre arbeitet und letztendlich eine Durchschnittsrente von 1.200, 1.500 Euro bekommt, wenn überhaupt. Ich will auf das Rentensystem, ja, ne, was dringend reformiert worden, ja, werden müsste. Ja, und der Ansatz ist aber, nein, dann muss man eben länger arbeiten, was der völlig falsche Ansatz ist. Die Menschen sind kaputt und 40 Jahre Erwerbsleben ist mehr als ausreichend. Und es kann nicht sein, dass hier Menschen, die arbeitsfähig wären, einfach nicht arbeiten gehen müssen und andere Menschen jahrzehntelang früh aufstehen, schwer schuften und dann keine Rente bekommen. Das ist ungerecht und da muss die Politik ran. Wer denn sonst? Das heißt, auch die Politiker sollten einzahlen? Natürlich sollten die Politiker einzahlen. Ja, der Hinsicht auch viel Erfolg für diese Veranstaltung hier und für Sie auch als Parteivorsitzende. Toi, toi, toi. Ich danke Ihnen. Ja, gerne. Vielen Dank. Wenn Sie sich kurz vorstellen mögen und was Ihre Aufgabe bei der Werteunion ist. Ja, mein Name ist Carsten Spieß. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg. Und zudem kümmere ich mich auch noch um die Server- und IT-Technik der Werteunion. Da stecken Sie ja dann gerade, was den medialen Auftritt der Werteunion betrifft, doch ein bisschen in der Hinterhand. Jo. Kann man das verbessern? Ja. Was haben Sie da für Ideen? Wie wir unseren medialen Auftritt verbessern, ja, können? Naja, wir machen schon eine Menge ganz richtig, wir machen nur zu wenig davon aktuell. Okay. Also wir müssen unsere Kräfte noch etwas stärken im Bereich Social Media. Im Bereich der Mitgliederkommunikation könnten wir sicherlich auch noch einiges tun. Das, denke ich mal, schon ist verbesserungswürdig. Aber ansonsten sind wir ganz zufrieden eigentlich mit den Möglichkeiten, die wir haben im Web und bei Facebook und bei X oder Twitter. Welche politischen Ziele, sage ich mal, verfolgen Sie in der Priorität ganz oben? Naja, zuerst mal muss unser Land wieder sicher werden. Die Migrationskrise, ich glaube, man kann sie ruhig so nennen, ist hausgemacht. Wir haben zu viele illegale Migranten im Land. Es geht nicht um die, die wirklich Asyl suchen, die schutzbedürftig sind. Die sollen natürlich herkommen. Dafür sind wir ein starkes Land und können den Leuten auch helfen. Aber wenn man jetzt an die ganze Messerkriminalität denkt oder auch an die verschiedenen Kulturen, die nach Europa kommen, die mit unserer Kultur einfach nicht artverwandt sind. Ja. Also das heißt nicht, dass die schlechter wären oder besser als unsere. Es vermischt sich halt noch nicht so leicht miteinander. Und diese Kulturunterschiede, die treffen aufeinander und das merken wir ganz deutlich in den Kriminalitäten oder Kriminalitätsstatistik. 2023, die Statistik im Land Brandenburg, sagte auch 40% alle begangenen Straftaten sind wirklich von Tätern nicht deutscher Herkunft begangen worden. Das macht den Menschen Angst. Das, ne, macht den Menschen Angst, das bereitet Sorge und auch zu Recht, weil der Staat wirkt ja handlungsunfähig. Ja. Er macht nichts und leere Versprechen oder jetzt 28 Leute nach Afghanistan abzuschieben mit jeweils 1.000 Euro Handgeld, auch wenn es gesetzlich so vorgegeben ist wegen der eventuellen Verelendung, steht da kein Verhältnis. Wir können doch nicht einen Kriminellen nach Afghanistan schieben, auch noch Geld mitschicken. Es funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ja, genau. Glauben Sie, dass wir noch mehr Sicherheit in Deutschland brauchen oder dass die vorhandenen Strukturen eigentlich nur unterfinanziert sind, um das mal vorsichtig auszudrücken? Stichwort Polizei, Bundesgrenzschutz, infrastrukturell die Ausrüstung der Ordnungskräfte etc. pp. Also es wurde eine Menge zusammengespart, auch um bei der Bundeswehr anzufangen, auch bei der Polizei. Wo ich eine Ausbildung gesucht habe, wollte ich mich bei der Polizei Berlin bewerben, unter anderem. Und die hatten einen Einstellungsstopp damals. Die haben also keine Auszubildenden gesucht, die irgendwie das Land unterstützen können. Natürlich haben wir uns da auch selber ein Bein gestellt, ja, in der Sache, um irgendwie Geld zu sparen. Und ja, die Quittung kriegen wir jetzt. Ich glaube, unsere Sicherheitskräfte sind immer noch stark und auch schlagfertig. Aber sie werden teilweise behindert durch eine zu linksgrüne Politik, die dahinter steht und die versucht, auch diese Kriminalitäten zu verharmlosen. Und da brauchen sie Rückendeckung von der Politik, um auch wieder stärker durchgreifen zu können. Weil offenbar geht es ja doch mit der Grenzsicherung. Ja. Was Merkel vor vielen Jahren gesagt hat, ist unmöglich, unsere Grenzen zu sichern. Zu EM hat es ja doch geklappt. Ja, es ging ja in meiner Jugendzeit in den 80er, 70er Jahren auch. Also es war ja nicht das Thema. Ne? Klar. Für mich eher die Frage so, ja, auf der einen Seite dieser Sparwahn, der in dem Bereich stattfindet. Auf der anderen Seite haben aber Menschen vielleicht auch die Angst, dass sie wirklich gläsernd werden durch eine Überwachungsstruktur, die wir vielleicht in anderen Ländern sehen. Ja. Stichwort wäre da China, soziales Punktesystem. Da greife ich jetzt mal ganz in die weite Ferne. Aber das beschäftigt tatsächlich viele Menschen auch, dass sie Angst haben, 15-Minuten-Cities, da gibt es ja nun viele Geschichten dazu, die ihnen ja nicht unfremd sein sollten. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, die Sorge wäre weniger stark, wenn das Vertrauen in die Politik stärker wäre. Man hat nicht den Eindruck, wenn man jetzt etwas von seiner Freiheit oder von seiner Privatsphäre aufgibt,
dass das entsprechend gewürdigt oder entsprechend vorsichtig mit diesen Daten noch umgegangen werden würde oder wirklich nur zur Verbrechensbekämpfung genutzt wird. Den Eindruck hat man nicht, weil ansonsten würden die Leute, glaube ich, auch nicht so sensibel auf diese Themen reagieren. Aber sie vertrauen einfach der Regierung nicht mehr. Und ich glaube, die letzten Zahlen haben ergeben 20% ja, Vertrauen der Regierung noch, ja, und 80% nicht. Glauben Sie, dass der Einfluss der Europäischen Union in unsere souveräne Struktur vielleicht zu massiv ist, um hier wirklich was zu tun? Ja, definitiv, das denke ich schon. Wir sind sehr abhängig von der Bürokratie der EU, ganz klar. Wir müssten ein paar Fesseln lösen, auch ein paar Sachen vielleicht rückabwickeln. Im Detail kann ich jetzt keine nennen, aber Lieferkettengesetz ist ja auch so ein Thema gewesen, was ja auch unsere Wirtschaft dann jetzt beeinflusst und beeinträchtigt. Und das sind natürlich Themen, die wir angehen müssen. Vielen lieben Dank für das kurze Gespräch und für Sie und Ihrer Partei viel Erfolg. Dankeschön. Und diese Veranstaltung ist eine Veranstaltung im Rahmen des Wahlkampfes. Und glücklicherweise konnten wir auch Hans-Georg Maaßen gewinnen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und das Thema ist eben in diesem Fall Corona. Wir hätten auch andere Themen wählen können, aber das hat sich einfach so im Laufe der Diskussion und der Planung, Wahlkampfplanung eben so entwickelt, dass sich das eben jetzt hier heute anbietet im Krongut Bonstedt. Das heißt, auch für Sie als Werteunion ist gerade was die Corona-Aufbereitung betrifft einfach zu nicht medial genug, nicht eindeutig genug, kann man das so sagen? Die Aufbereitung ist nicht, ich nenne es mal, nicht transparent, um es mal so zu sagen. Obwohl die Parteien, die momentan regierenden Parteien, immer von der Transparenz reden, aber wenn es darauf ankommt, werden sie doch sehr intransparent und der Bürger hat doch ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren, wobei die Wahrheit ist natürlich ein großer, starker Begriff, aber uns geht es in erster Linie darum, wo lagen die Fehler, wie können wir es, falls so eine Epidemie, Pandemie tatsächlich uns wieder heimsuchen sollte, wie können wir uns wappnen, dass wir nicht dieses Chaos, das wir jetzt dann doch 2 Jahre lang erdulden mussten mit Kontaktverbot, Kontaktsperren, sind die tatsächlich notwendig gewesen, in dieser Form notwendig gewesen? War das zu früh, zu spät? Also wie gesagt, es geht mir darum, eine Lernkurve zu durchlaufen und das sollte dann auch das Ergebnis allen Bürgern transparent gemacht werden. Die damalige Regierung hatte ja schon 2013 ein Risikopapier entwickelt, also eine sogenannte Risikobewertung, wo man unter anderem ja schon das Thema Corona, Hochwasser unter anderem auf dem Schirm hatte. Da ist es eigentlich umso verwunderlicher, dass dieses Chaos letztendlich ausbrach, als es dann nun tatsächlich Fakt wurde, worüber man vorher eigentlich nur spekuliert hatte. Ja, also ich kenne dieses Papier auch aus dem Jahr 2015, das eben vom Amt für Katastrophenschutz, glaube ich, entwickelt wurde. Genau. Es war einfach nur ein Papier, das wurde nie wirklich umgesetzt. Man hat vielleicht das Papier gelesen, aber keiner dachte dran, welche Maßnahmen, welche Schlüsse habe ich daraus zu ziehen, wie habe ich jetzt mal die Helfer, die Unterstützer eben entsprechend zu informieren, zu schulen, damit sie dann eben auch konkret und richtig dann in dieser Situation, egal ob es jetzt hier Hochwasser ist oder auch bei der Corona-Pandemie eben entsprechend adäquat zu reagieren. Das Haupt, jetzt losgelöst vom Papier, glaube ich, das Hauptproblem ist ein strukturelles Problem, dass eben diese Bund-Länder-Kompetenzen, die Verlagerung auf die Ebene des Katastrophenschutzes, da haben ja die Kreise, die Landratsämter eine sehr wichtige Entscheidung, aber der Landkreis ist sehr begrenzt und wenn das der andere Landkreis nicht mitzieht, dann könnten auch viele Sachen einfach ins Leere laufen. Auch hier sehe ich ein strukturelles Problem, dass auch hier, ich bin zwar ein Freund des Föderalismus, aber der Föderalismus, der damals 1948 ins Grundgesetz geschrieben wurde, war sicherlich damals wichtig und richtig. Es ist auch heute noch wichtig und richtig, aber wir müssen uns einfach der Zeit anpassen. Und ich bin auch, und mein Petitum ist, auch die Kompetenzen neu zu verteilen. Würden Sie sagen, dass der Föderalismus, also die Berechtigung der Länder, eigene Entscheidungen in ihren Bereichen zu treffen, gerade zu Zeiten dieser Pandemie, eher ein Stolperstein war? In diesem Falle ja. Ich glaube, die Werteunion, wir würden
wir sagen, ja, wir können unseren Bürgern etwas abverlangen in einer Krisensituation, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, wenn wir es ihnen richtig erklären. Wie würde es die Werteunion tatsächlich anders machen? Also wir fangen erstmal ganz unten an. Auch das fängt ja schon im Schulsystem an, im Bildungssystem, dass auch die Schüler mit diesen Themen Krise, Umgang in der Krise, wie verhalte ich mich, eben entsprechend konfrontiert werden und auch immer dann auch hier entsprechende ja, von den Personen, ich nenne mir einfach, jetzt greife ich einfach mal das technische Hilfswerk heraus als Exempel, dass die eben auch die Schüler und die Schülerinnen entsprechend unterrichten, wie sie sich zu verhalten haben, wie können sie sich schützen, wie können sie sich, ja, und vor allen Dingen Prävention, wie kann man das eben verhindern oder auch dann später weitergeht. Man muss auch tatsächlich auch sagen, wenn jetzt, das heißt, es gibt immer diesen Begriff der kritischen Infrastruktur, wenn die zusammenbricht, also keine Wasser-, keine Stromversorgung, welcher Haushalt hat denn schon, ich sage jetzt irgendeine Zahl, für 7 Tage genügend Mineralwasser und Lebensmittel? Ja, wir haben ja eine Situation in Deutschland, wo wir uns eigentlich für unsere Infrastruktur, was die Schulen betrifft, fast schämen müssen. Ist das nicht erstmal der Punkt, dort anzusetzen? Das heißt, dass wir den Kindern und Jugendlichen erstmal ein adäquates Umfeld bieten, um überhaupt solche Gedanken, was das Präventive betrifft, beibringen zu können? Ja, ich denke, egal welches Thema Sie jetzt herausgreifen, wir greifen immer ein Thema an, das im Argen liegt. Also, weil eben der allgemeine, ich sag mal, alle Politikfelder einfach im Argen liegen, aber das Bildungssystem ist eben besonders arg. Natürlich braucht man adäquate Schulen. Gut, das geht ja natürlich auch über die reine, ich nenne es mal, investive Maßnahmen, ja, und die Ausstattung der Schulen richtig, ja. Dann brauchen wir auch wieder Lehrkräfte, die auch tatsächlich richtige Lehrer sind. Ich habe jetzt nichts gegen Seiteneinsteiger, das kann man natürlich machen. Ich bin auch froh, dass es die momentan gibt, aber das sollte kein Dauerzustand werden. Das sollte tatsächlich dann auch wieder durch richtige Lehrer, die auch den ganz normalen Studiengang oder die Studiengänge, die es gibt, eben durchlaufen haben, eben entsprechend unsere Schüler, dann auch unsere Kinder. Wie können Sie als Werteunion den Wählern auch sicherstellen, dass sie sich wieder für den Menschen als Wähler einsetzen und eher weniger fürs Kapital, was man ja zum Beispiel bei der CDU vermutet, dass man dort mehr Politik fürs Kapital macht. Und die Werteunion ist ja letztendlich ein Abgänger der CDU, kann man es vielleicht so sagen. Wie können Sie das sicherstellen? Es geht immer um den Menschen. Auch in der Politik geht es immer um den Menschen. Die Menschen sollten sagen, über die Werteunion, ja, wir haben konservative Werte, die Familie ist uns wichtig, die Kinder sind uns wichtig, Arbeit ist uns wichtig. Und auch Leistung ist uns wichtig. Und das wollen wir in einen Einklang bringen. Und Sie haben ja auch gesagt, wir sind so, ich benutze jetzt nicht Ihren Begriff, sondern ein bisschen provokant, wir sind Abtrünnige der CDU. Ja, stimmt. Auch ich war lange Zeit Mitglied in der CSU. Und ich sage, ja, das ist richtig, wir wollen keine Klientelpolitik machen, sondern Politik für alle Menschen. Natürlich benötigen wir auch die Menschen, auch die das, was jetzt hier, ich nenne es mal, auch die Arbeitgeber sind natürlich wichtig, sie sind auch ein Teil von uns. Auch ohne Arbeitgeber gäbe es keine Arbeit, es gibt keine Innovation. Und auch wir müssen auch den Arbeitgebern, jetzt kommt so meine, ich nenne es mal, liberal-konservative Wirtschaftseinstellung zum Tragen. Wir müssen den Unternehmen Luft geben, einen Handlungsspielraum ermöglichen, indem sie sich auch dann einbringen können, um dann das ganze Potenzial, wir brauchen neue Ideen, ich möchte auch wieder, dass Deutschland ein echter Wissenschaftsstandort wird, und da meine ich tatsächlich jetzt in die Naturwissenschaften und nicht hier Kulturwissenschaften, sondern wir brauchen Ingenieure, wenn wir tatsächlich auch wieder eine weltpolitische echte, wichtige Rolle spielen sollen, müssen wir wirtschaftlich und innovativ stark sein. Für mich hört sich das so ein bisschen an, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen ins Wort falle, mich hört das so ein bisschen an, dass Sie sich dann doch sehr auf die Unternehmen konzentrieren, wobei man noch sagen muss, schauen Sie sich die Rentensituation an. Diese Menschen haben 40, 45 Jahre lang gearbeitet und sind im Mittelwert, sage ich mal, bei 1.200 bis 1.500 Euro Rente. Bundestagsabgeordnete, das Thema kennen Sie, ne? Ein Jahr 250 Euro Pensionsanspruch.
Und diese Schieflage, das macht ja viele Menschen auch wütend. Ja, ja. Ja? Die sehen sich eigentlich von kaum noch einer Partei vertreten. Ja. Ich habe natürlich den Eindruck, dass die Werteunion nicht so den radikalen Rand bedient, wie es beispielsweise vielleicht die AfD tut, ohne jetzt schlecht über die AfD reden zu wollen. Ja. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Sie als kleinere Partei, um das mal vorsichtig auszudrücken, mit sachbezogen auch mit anderen Parteien zusammenarbeiten? Ja, selbstverständlich. Könnten wir uns das sehr gut vorstellen. Die Basis ist dann natürlich, wie Sie es schon gesagt haben, ein ausgearbeiteter Koalitionsvertrag, an den wir uns dann eben entsprechend entlangarbeiten. Und wir stehen eigentlich bereit oder wenn die entsprechenden nach der Wahl jetzt in Brandenburg und wir hoffentlich auch im Landtag vertreten sind, werden wir, jede Partei, die uns anspricht, werden wir Gespräche führen. Manche Gespräche werden wir vielleicht nach einer halben Stunde abbrechen, weil wir haben keine Gemeinsamkeiten. Und manche Gespräche werden dann hoffentlich länger dauern, weil wir erkennen, ach hoppla, wir haben doch eine 80% Übereinstimmung, lass uns doch an diesen 80%, ja, lass uns da einfach gemeinsam die Regierung, also Regierungswechsel jetzt, ja, die Regierung gestalten, damit Brandenburg auch mal eine andere Politik bekommt, einen anderen Politikstil. Wie stehen Sie denn da zum Thema Politikerhaftung? Sollte diese Haftung nicht, ich nenne es mal, rigoros sein, sondern wenn man tatsächlich eindeutig nachweisen kann, dass die Entscheidung so gefällt wurde oder wie auch immer gefallen ist und sich der verantwortliche Politiker dabei auch persönlich bereichert hat, ja. Herr Klein, vielen lieben Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für das Gespräch.